Die Red Devils Heilbronn, das dritte Jahr in der ersten Ringer Bundesliga. Nationale und internationale Topstars. Aber was bringt uns die Zukunft? Wie geht's weiter? Ja, sollen wir mit den heutigen Topstars langfristige Verträge machen und verlängern? Oder was macht die Jugend? Der SV Heilbronn am Leinbach, also die Red Devils, haben eine sehr große und sehr erfolgreiche Jugendarbeit. Und die gilt es zu unterstützen. Hallo liebe Ringerfreunde, hier spricht der Denis Beberovic. Ich bin zweiter Abteilungsleiter der Red Devils, der Ringerabteilung vom SV Heilbronn. Und ich komme mit einer Bitte auf euch zu. Zwar, wie ihr wisst, haben wir eine sehr große Jugendabteilung und mit sehr vielen Jugendringern. Und momentan haben wir ein Problem, dass wir für unsere Turniere und auch fürs Training unbedingt eine Matte bräuchten. Dass wir noch weiter erfolgreich bleiben können, könnten wir eine vierte Matte gebrauchen. Und das würde unseren Verein noch mehr fördern und wir könnten dann noch mehr Meisterschaften hier austragen. Und dazu bräuchten wir eure Hilfe und Unterstützung. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich mit der Aktion uns unterstützen könntet. Also ich finde es gut, dass man viele Leute kennenlernt und dass man auch Kraftsport hier machen kann. Ich finde es cool, dass man Trainer hat, die einem etwas beibringen und dass man viele Griffe lernt. Also als Kind tun wir natürlich auch spielen, aber Ring macht dann noch mal mehr Spaß. Dann kann man noch den kleinen Kindern, die neu dazukommen, denen kann man auch noch mal viele Sachen beibringen. Mein Idol im Ring ist Frank Stäbler und ich will werden wie er. Mein Idol ist George Kukua, weil ich möchte gerne Freistil bringen, nicht griechisch und ich will viel Erfolg haben. Mein Idol ist ebenfalls Frank Stäbler, weil ich gerne griechisch singe und ich will genauso mal auf die Olympischen Spiele, auf die Weltmeisterschaften, auf die Europameisterschaften und ich wäre auch gerne mal auch Meister geworden.